So, hallo YouTube und vor allem hallo Andy. Das gibt eine Videoantwort für dich zu deinem Giveaway, das du gerade laufen hast. Ich glaube, du hast 275 Abonnenten und du hast uns als kleines Geschenk für die Videoantwort angeboten, Messer zu pimpen. Auf deine Kosten, das machst du ja eh gern. Das ist natürlich eine gute Idee, ist mal was anderes. Und da habe ich jetzt mal aber da auch überlegt, und da sind mir zwei Messer eingefallen, die dafür eventuell in Frage kommen würden. Ich konnte mich da einfach nicht entscheiden, darum zeige ich dir einfach mal zwei feststehende Messer, die ich eigentlich gern öfters zum Arbeiten benutzen würde, wenn die nicht, wenn die einfach besser passen würde. Und da könntest du dich, wenn du Lust hast, drum kümmern. Um beide oder um eins ist natürlich alles dir überlassen. Ich zeige es dir mal und zeige dir mal einfach mal, was da das Problem ist. Was das eine zu viel hat, hat das andere zu wenig. Das ist hier ein Ondario RD4. Und wie man sieht, ist es ein sehr massives Messer. Es ist nicht allzu groß. Klinge sind, glaube ich, 13 cm, aber das Ding ist halt einfach unglaublich dick. Und den Griff sieht man ja. Da hat man richtig viel in der Hand. Und für meine Handschuhgröße 8, du hast ja auch nicht allzu große Hände, sagst du immer. Ist es fast schon ein bisschen zu viel. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass du den Griff ein bisschen kleiner bekommst und gleichzeitig natürlich auch mit Grooves oder mit dem Flintstone Finish versiehst, dass auch die Optik wieder ein bisschen passt. Allein durch Groove wird der Griff ja auch schon kleiner und leichter. Und das wäre das eine, was man da machen könnte. Dann könnte man das ganze Messer natürlich auch überarbeiten. Das ist schon sehr stark gebraucht. Der Vorgänger hat da die schwarze Beschichtung abgemacht, was mich nicht weiter stört, aber das Messer ist natürlich jetzt anfällig für Rost und so, und dementsprechend sieht es auch ein bisschen aus, weil es eben auch benutzt wird. Ja, also Griff überarbeiten für kleinere Hände, dann das Finish wieder ein bisschen auffrischen, und was natürlich die Krönung wäre, sowas kannst du ja auch gut, wenn es da so so ein Entenschnabel wie ein Bowie bekommen würde. Das glaubt, das wird bei dem Messer auch richtig gut ausschauen, so ein Entenschnabel. Ja, und dann wäre das ein super Gebrauchsmesser. Das Messer hat einen Federstahl, also nicht der 1095er, der sonst so oft benutzt wird bei den Firmen, sondern das ist ein anderer, der ein bisschen weniger Kohlenstoff hat. Der ist wahrscheinlich noch höher belastbar von der Biegfestigkeit und so weiter. Ja, das wäre das eine. Das ist das Messer, das zu viel hat. Und das andere ist das Landy Knives RSK. Das hat an der Stelle ein bisschen zu wenig. Ich meine, das ganze Messer, Vorteil von dem ganzen Messer ist natürlich, dass es mit Scheide nur so um die 100 Gramm wiegt und trotzdem ein sehr, sehr belastbares Messer ist. Stahl ist A2 Werkzeugstahl, kann man sehr scharf schleifen, und überhaupt so ein Fixblade aus Ganzstahl ist ja überhaupt sehr belastbar, wenn man damit arbeitet. Kann man auch mal ein bisschen übertreiben dann, wenn man mal drauf klopft. Da passiert nichts. Schnur, wenn kaputt geht, falls er kaputt geht, ist auch nicht so schlimm. Ja, und das Ganze ist hier durch der Nachteil. Ich komme mit so Griffwicklung einfach nicht klar. Wenn man mal sieht, dass man die beiden Messer in die gleiche Hand nehmen soll. Das Griffvolumen ist viel zu wenig. Wenn ich da kräftig zupack, drückt es unten und oben. Wenn ich jetzt mal so ein Stöckchen in die Hand nehme, hier, und drück, dann drückt es da oben im Handballen. Man kann es mal eine Weile machen, aber lang macht man es nicht und das macht dann einfach keinen Spaß. Natürlich ist es schön flach, das Messer, und sehr leicht, aber zum Arbeiten. Und es ist halt ein gutes Arbeitsmesser eigentlich, von der Größe her und von der Belastbarkeit her und alles. Ja, wenn du mit da Griffschalen drauf machen würdest, schöne Griffschalen, die vielleicht aus Mikado oder G10, die auch ein bisschen belastbar sind, und die ganzen nicht zu dick, der Charakter von dem Messer nicht verloren geht, dass es trotzdem leicht und einigermaßen schmal bleibt, aber eben nicht zu schmal. Das wäre natürlich super. Der Rest passt eigentlich an dem Messer. Auf den Lanyard-Abschluss hinten lege ich keinen Wert, da könnte der Griff auch bis zum Schluss hintergehen. Und ansonsten könntest du ja mal anschauen, ob man da noch was machen könnte da. Und ob es dann auch notwendig ist, an der Kydex was zu verbessern oder abzuändern. Das musst du dann auch sehen, ob das reicht, dass man die ein bisschen anpasst.
Die habe ich auch schon ein bisschen missbraucht, weil ich habe das Messer schon mal überschleifen lassen und die beim Schleifen haben so viel Material abgenommen, das wollte ich aber haben, weil es hat nicht gut geschnitten. Die haben so viel weggeschliffen, dass die Kydex nachher nicht mehr so gut gepasst hat. Dann habe ich die mal ein bisschen angepasst und das ist mir auch nicht so gut gelungen. Aber funktionieren tut's, aber von der Optik her habe ich ein bisschen was kaputt gemacht. Gut. Aber das musst du dann selber entscheiden. Du kennst dich ja gut aus mit allen. Du kannst im Endeffekt alles an Messern, soweit ich es mitbekommen habe. Und da dürfte es für dich eigentlich kein Problem sein. Ja, das sind die zwei Messer, die ich dir zeigen wollte. Die ich ganz sehr gern habe, aber die hätte ich eben noch gerne, noch gerne, hört sich gut an, wenn die Sachen daran noch verändert werden. Da ein bisschen mehr und beim anderen, hoppla, da ist es ein bisschen weniger Griff, für meine Hände zumindest, und dann wären die beiden Messer perfekt. Okay, Andi, das war meine Videoantwort für dich. Überleg dir das, bekommst noch genug andere Videoantworten, andere interessantere Sachen natürlich. Und wünsche dir alles Gute noch für deinen Kanal und bis zum nächsten Mal.